Hallo an alle da draußen, es gibt ein Update. Ich habe jetzt nochmal beim Auswärtigen angeschaut und es ist so wie beim letzten Mal nicht. Leider haben wir jetzt das Thema, dass es zu ist, dass die Grenze, also man kann fliegen, aber es ist ausgeschlossen, dass man auf die Philippinen fliegen kann. Und man kann auch beim Philippinen kein Visum beantragen. Also jetzt muss ich noch ein bisschen abwarten und Geduld haben. Hoffentlich wird es dann in den nächsten Wochen, Monate sich auflösen, je nachdem auch wie die Lockerung läuft. Aber nochmal zum Update zu den Finanzen. Da werde ich euch noch mehr Informationen darüber geben. Vor allen Dingen gerade Thema Blockchain. Da gibt es auch das dezentrale Finanzsystem, wo man sich ganz einfach Geld anlegen kann, wie auf einer normalen Bank auch. Und da dann eben Renditen bekommt, die man heute bei der Bank nicht mehr bekommt. Weil das Geld ja auf der Bank einfach verschwindet. Man bekommt Nullzins, Minuszins. Also man bekommt im Prinzip eine Strafe, wenn man Geld aufs Konto legt. Und das zweite, was ich mache, ist ein Reisebusiness. Da kann ich dann einfach viel besser reisen mit VIP-Status und so weiter. Dazu habe ich dann noch andere Anlagemöglichkeiten, wo ich zum Beispiel auch Trading mache und so weiter. Da werde ich aber dann noch weiter drauf eingehen, weil das dann auch ein weit gefächertes Thema ist, wo man da wie reingehen kann. Zum Beispiel über die Apps, welche Apps man nutzt. Und wo man natürlich auch dann mit nahezu keinem Mindestbetrag reingehen kann. Also wo man jetzt nicht unbedingt 1.000, 2.000 oder 10.000 Euro braucht, um überhaupt anfangen können zu investieren bzw. zu traden. Was natürlich auch bei der Blockchain so ist, dass man da wahrscheinlich, also man kann mit einem Paket einsteigen, aber man muss jetzt auch nicht irgendwie 10.000 Euro haben. Und genau, was ich auch noch habe, ist, ich bin in Gold drin in der nächsten Zeit. Das heißt, bei Gold kann ich dann zum Beispiel Sparplan machen, 50 Euro im Monat. Und da geht natürlich dann auch einiges mehr, wie wenn man jetzt irgendwo hingeht und sich das Gold selber holt. Wo natürlich dann auch der Tagespreis abhängig ist und so weiter. Auf jeden Fall ist es echt cool jetzt, dass ich weiß, dass ich ein bisschen entspannter rangehen kann an die ganze Sache mit dem Reisen. Ich habe ja, das ist über schon ein halbes Jahr im Kopf, oder was heißt, also ich habe schon echt lange im Kopf, mehr als über ein Jahr, glaube ich sogar. Und das Ding ist jetzt einfach, dass ich dadurch jetzt einfach auch mal, sagen wir mal, weniger Druck habe, irgendwie meine Grenze zu erreichen. Weil im Endeffekt ist es dann so, dass ich keine Minimumgrenze erreichen will, wie viel ich verdiene, sondern einfach sage, okay, wenn ich diese und diese Summe habe, dann kann ich gehen, dann kann ich meine Reise loslegen und dann werden wir sehen, wie es die nächsten Tage aussieht, die nächsten Wochen und Monate. Ja, hoffentlich kann ich auf die Philippinen dann noch geplant gehen am 1., also in der ersten Woche vom Juli, weil ich gehe 2 Wochen früher bezüglich Quarantäne. Sollte es zum Beispiel ein Negativergebnis sein beim Test, dann habe ich 2 Wochen in Quarantäne und kann danach meinen Geburtstag feiern. Ja, Ende des Jahres, Ende Juli mein Geburtstag. Und dann will ich den auch am Meer verbringen und nicht in irgendeiner Quarantäne in irgendeinem Haus. Da riskiere ich dann lieber, dass ich 2 Wochen zu früh gehe und ein bisschen Zeit noch auf den Philippinen in einem Haus oder so verbringen. Ja, was tut man nicht alles für seinen Geburtstag? Auf jeden Fall werde ich dann auf den Philippinen eine Weile bleiben und vielleicht auch sogar dann dort, je nachdem wie es sich ergibt, von meinen Business auch dann und von meinen ganzen Investitionen, sogar vielleicht ein Haus mieten, ein extra Haus, obwohl ich natürlich schon privat eine Unterkunft habe, wo ich wohnen kann und natürlich auch ein bisschen Geld da lasse, weil wenn man schon Gast ist, dann bringt man auch ein bisschen was mit und tut was Gutes und werde dann schauen, wie es einfach läuft. Ja, ich werde viel schauen, ich werde viel sehen. Man kann die Zukunft nicht vorhersagen. Es ist jetzt, was es jetzt ist. Ich konzentriere mich auf das, was jetzt im Moment gerade los ist und werde dann auch schauen, wie es mit den YouTube-Videos läuft, wie ich dann welche Länge abspannen kann, was ich dann bringe die nächsten Tage. Und jetzt ist auf jeden Fall mein Kanal am Wachsen und danke auf jeden Fall schon mal für euch 6 Abonnenten. Ich muss jetzt mal reinschauen, ob schon mehr geworden sind, weil es echt cool, dass ihr mich unterstützt. Und ich werde dann auch für meine
Erreichung von 500 Abonnenten oder je nachdem wie hoch, will ich mir noch überlegen, werde ich dann noch ein Spezial machen. Und ja, es wird echt geil. Also ich freue mich drauf, es wird ein langes Abenteuer. Es wird ein umfangreicher Kanal mit viel Abwechslung. Es geht ja um mein Leben, es geht um die Weltreise, die ich ja mache. Und allgemein, ja, drum und dran. Kulinarische Highlights kommen auch dran. Und natürlich dann auch noch der Weg zur finanziellen Freiheit kommt noch dazu. Der Weg vom, vom Unbekannten zum Bekannten. Ja, das ist alles noch in der Ferne, aber wird geplant, wird geschaut. Und auf jeden Fall werde ich auch in den Kommentaren erwähnen, was noch im Video gefehlt hat, was ich da dazu setzen wollte. Und wenn irgendwelche Fragen sind, schreibt sie gerne rein. Das wird dann alles, soweit ich kann, beantwortet. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!